Willkommen zurück in der zauberhaften Welt von Nerim, meine Freunde. Und vor Erotin. Was, Stone? Was ist hier los? Was, ich verstehe das nicht. Du warst doch vor kurzem noch da, wo ganz anders, dort bei Darius und irgendwie bist du jetzt hier. Was, warum, was ist geschehen? Ich habe ein paar nicht so wichtige Dinge offscreen erledigt. Keine Sorge, Leute, bevor ihr jetzt wieder Angstzustände und Furchtzusammenbrüche bekommt, ist nichts Schlimmes passiert. Ich weiß, dass viele von euch, was ist Schlimmes, nichts Wichtiges, dass viele von euch immer sehr scharf und heiß darauf sind, möglichst alles, wirklich jeden Zentimeter, den ich tue, zu sehen. Aber lasst mich mal kurz zusammenfassen, was ich alles so gemacht habe, weil ich habe mir jeden, auch noch sonst so kleinen Schritt mir notiert, den ich getan habe, weil ihr habt ja gemerkt, Ende letzter Folge, vielleicht war es, ist es auch noch die gleiche, weiß ich nicht genau, ist meine Aufnahme wieder abgestunken und da hatte ich schon 2,5 Stunden aufgenommen und dann hatte sich das gerade angeboten, an der Stelle auch tatsächlich abzubrechen mit der Aufnahme. Aber wie ihr vielleicht schon links unten im Bild sehen könnt, was ich unter anderem gemacht habe, okay, ich wollte eigentlich F drücken, aber so seht ihr es hinten an meinem Charakter auch, die fette Blockaxt. Warum habe ich auch? Irgendwie habe ich so nach den Buchstaben A, U mit S, F und CH. Ich habe die Blockaxt. Ich habe gemerkt, dass die Blockaxt ähnlich wie der Streitkolben, der Einhändige, auch extrem schnell zuhaut. Verbraucht aber mehr Ausdauer. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe die einfach aus meiner Kiste rausgenommen, die ich ja dazwischen gelagert hatte. Und dann verzaubert mit einem Eissaphir, also nichts Besonderes. Ich habe einfach die hier mitgenommen und meinen Spitzhammer mittlerweile vollständig abgelegt. Sonst ausrüstungsmäßig hat sich an mir nichts geändert. Ich habe einfach nur die Axt mitgenommen, aus folgendem Grund. Erstens, das sieht wahnsinnig hässlich aus. Und zweitens, das Tolle an Schildern ist, dass das Ding hier Zauberabsorption 10 Punkte und Lebensenergie festigen 20 Punkte an sich hat. Und es ist egal, auch wenn ich die einhändige Waffe anhabe, die Verzauberungen gelten immer bei ausgerüstetem Schild, auch wenn ich es nicht offensichtlich ausgerüstet habe, sondern nur inventarmäßig. Ich habe 329 Leben und wenn ich hier die Zweihandaxt anziehe, ich habe es zwar nicht sichtbar an, habe aber trotzdem noch 329 Leben. Der einzige Nachteil sind die Rüstungspunkte, ich habe 49 und mit dem tatsächlich ausgerüsteten Schild habe ich 56, aber darauf verzichte ich einfach mal. Vor allem, da ich mit der Magma-Schleuder 47 Angriff habe und mit dem Ding hier 7 Angriff mehr. Das heißt, wir werden ein bisschen damit rumspielen, mal gucken, wie ich zurechtkommen werde. Und es sieht deutlich hübscher aus. Sehr viel hübscher, um genau zu sein. Und eine kleine andere Sache, die ihr euch noch gefragt habt, die sich Strelok in den Kommentaren gefragt habt. Warum sage ich bei Feuerschild und Forstschild und bei solchen Dingern immer, dass es auch Rüstungspunkte bringt? Folgendes, seht ihr das hier? 49 Rüstungspunkte hier unten? Dieses Ding bringt 5 Feuerschild, 5 Frostschild. Ich zieh's aus, nur noch 39 Rüstungspunkte. Denn Feuerschild ist nicht das gleiche wie Feuerwiderstand. Da müsst ihr unterscheiden. Ich weiß nicht, habe ich hier noch irgendwas anderes, was Widerstand hat? Hier, Feuerwiderstehen, 10%. Das hier bringt nur wirklich 10% Feuerresistenz. Oder 10% Chance, einen Feuerschauber komplett zu reflektieren, weiß ich nicht genau. Aber das hier, wenn Feuerschild dabei steht, das seht ihr auch an dem kleinen Icon. Hier bei Feuer widerstehen habt ihr so eine kleine Flamme in dem Symbol links nebendran. Und hier habt ihr neben der Flamme oder neben dem Frostsymbol ein Schildsymbol. Das heißt, das Ding bringt 5 Feuerresistenz und 5 Frostresistenz, aber auch jeweils 5 Schild, also 5 Rüstungswert hier unten. Also nicht zu unterschätzen, solche Dinger. So, ich hoffe, ich konnte dir es damit nochmal ein bisschen anschaulicher erklären, Strelok. Dann, Moment, ich will hier, da nach unten. Ich muss mich gerade zurechtfinden mit den Wegen, weil hier so vieles abgespaltet wird. Oh, kurz mal da lang. Ich habe diesen Weg nicht ganz offensichtlich gesehen. Oh, hier haben wir den berühmten Hahn im Korb. Huhnhahn. Haben sie so extra unterschiedlich benannt. Haben sich die Mühe für sowas gegeben. Ich bitte euch. So, was wollte ich alles erklären? Einmal Strelok, kurz sagen, wie das funktioniert und an alle anderen, die sich gewundert haben, warum ich immer gesagt habe, dass das Ding bringt mir hier 10 Rüstungspunkte. Und ich hatte vorher ja auch irgendeinen Ring, der mir irgendwie 5 Rüstungspunkte gebracht hat, weil es direkten Einfluss darauf hat. Das, dann die Blockaxt. Dann, was ich auch gemacht habe, wir hatten ja wieder letztens ein Level-Up und schon letztes Mal konnte ich nicht den vollen Intelligenz-Boost hier bekommen, weil ich ja keine Alchemie trainiert habe. Aber dieses Mal habe ich die gute Alchemie 12 Punkte trainiert, von 35 auf 47.
Überraschenderweise, ich wollte es eigentlich auf 50 trainieren, um direkt mal Stufe Geselle zu haben. Aber ich habe nicht genug Reagenzien gehabt. Also ich hätte es vielleicht gerade noch so geschafft, aber dann hätte ich gar nichts mehr gehabt im Bankfach. Überraschenderweise. Also es hat mich selbst total perplex gemacht, dass ich tatsächlich schon fast alles verbraucht habe. Und das erinnert mich daran, dass ich ab jetzt wirklich öfter wieder dran denken muss, alles Mögliche einzusammeln, was mir in die Quere kommt. Weil die Reagenzien sich tatsächlich schneller verbraucht haben, als ich das jemals erwartet hätte. Also, Alchemie 12 Punkte hochgeskillt. Das wollte ich euch auch nicht unbedingt zeigen, weil da ist nicht wirklich was passiert. Dann habe ich Sachen verkauft, also so Sachen wie, ich gucke gerade parallel auf meinen Zettel, weil ich nichts vergessen will. Rollen, Tränke, nicht nutzbare Ausrüstung und ja, das Zeug, was wir bei Alcazar gefunden haben, also den Helm, den Blutmagie-Brustharnisch und die Kapuze-Magierrüstung, habe ich alles behalten und in die Kiste geräumt, weil das halt Next Level of Set ist. Aber alles andere habe ich verkauft. Ich weiß, viele von euch mögen das Verkaufen sehen, aber dann würde ich euch empfehlen, einfach mal in das Ende der letzten Aufnahme zu skippen, also die letzte Folge einzuschalten oder hier vielleicht vorher in die Episode zu springen. Dann werdet ihr sehen, was ich verkauft habe. Das war wirklich nichts Besonderes. Das war so wie immer, alle Rollen, die ich nicht brauche, Tränke, die ich nicht brauche und die ganzen Alchemietränke, die ich sowieso hergestellt habe, habe ich zum größten Teil verkauft. Ein paar habe ich noch behalten, das könnt ihr auch hier sehen. Da habe ich noch hier Lebensenergie wiederherstellen, 70 Tränke davon, 50 oder insgesamt fast 60 Magika wiederherstellen Tränke. Ich habe wirklich sehr viel gebraucht, um auf 47 Skill zu kommen. Und ich habe auch viele Tränke verkauft, also es waren nicht alle. Dann, was ich auch noch gemacht habe, gerade schnell nachgeguckt, ich versuche nicht jetzt zu lange drum herum zu schwatzen hier. 5 Punkte beim Trainer, stumpfe Waffen von 73 auf 78 hoch. Deswegen macht auch gerade meine Frostspaltung, heißt das übrigens. Meine Zweihandaxt und meine Magmaschleuder statt 44, 47 Schaden und das hier ist auch von 51, glaube ich, oder von 50 auf 54 hoch. Und ja, dann ich habe in Gilead den letzten Kopfgeldauftrag, den wir hier gemacht haben, bei den einsamen Türmen abgegeben. Gilead, wo bist du? Hier. Und habe den nächsten angenommen und der ist einfach jetzt hier beim Steinkreis, deswegen habe ich mir den auch hier gerade markiert. Und hier wird nur gesagt, der Trickser wird gesucht. Seine letzte bekannte Position habe ich eingetragen. Wahrscheinlich werden wir da noch ein bisschen suchen müssen. Bestimmt wird er hier nicht mehr sein, sondern hat irgendein Rätsel für uns hinterlassen. Das ist so meine Vermutung. Dann der nächste Punkt. Ich versuche mich ganz schnell, ganz kurz zu halten, weil ich auch Kritik bekommen habe. Das möchte ich gleich drauf näher eingehen. Und zwar Grabräuber für das Plündern von 30 Gräbern. Ich habe nämlich auf dem Weg, als ich unterwegs war, 2 Gräber gefunden und dann habe ich direkt dieses Achievement bekommen. Und dann habe ich für die eine Quest, die wir letztens hier so bekommen haben, jetzt wo ich draußen bin, könnte ich mich in den durch die magischen Nebel erwachten Untoten kümmern. Und da habe ich ein paar gekillt, weil das war ja, die ganze Karte war hier voll und das wäre extrem langweilig gewesen, wenn ich hier die ganze Zeit nur rumgelaufen wäre und Zombies getötet hätte. Und zwar, ich habe hier so zwischendrin ein paar gekillt, hier oben ein paar und jetzt sind hier so an 3 Positionen ein paar wenige übrig geblieben, die ich mit euch dann töten gehen möchte, die mache ich dann mit euch zusammen. Ich wollte nicht die komplette Quest erledigen, es wäre ja schwachsinnig gewesen. Nur so ein bisschen hier so außenrum. Und habe derweil, als ich hier lang hochgelaufen bin, die Enklave Yenada, Turm der Gräfin Sapho und Dragmore, da waren wir schon. Also nur diese beiden Punkte habe ich hier entdeckt. Ich glaube sonst, nein, sonst nichts. Ja genau, das waren nur die beiden Punkte hier. Ich bin nicht reingegangen oder so, habe nur draußen 1, 2 Untote getötet, war nichts Besonderes. Nur die beiden Sachen erkundet, also falls ihr besondere Punkte dazu findet, dann sagt mir Bescheid. Ich habe mir die 2 Orte auch aufgeschrieben auf dem Zettel und schreibe mir allgemein alles auf. Auch hier, wo wir an der Mandorn-Festung vorbei sind für den Kopfgeldauftrag. Ich schreibe mir alle Orte auf, wo wir vorbeilaufen, aber nicht reingehen, sodass wir, falls wir irgendwann mal wieder Lust drauf hätten, reingehen können. Und die Zwergenmine, wo ich auch mal vorbeigelaufen bin, aber nicht reingegangen bin, habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich gemacht habe. Da kann ich den Zettel zur Seite legen. Schön knistern damit, damit ihr auch wisst, dass hier tatsächlich ein Zettel war. Und eine kleine andere Sache. Hier, mein markierter Ort. Die habe ich nicht gekillt, weil ich hier was Interessantes gesehen habe. Ein Ort, den wir auch von Erotin aus gesehen haben, übers Wasser. Und zwar, ich habe ja zu Cerobilon schon viel gehört und auch ein paar Screenshots gesehen, unfreiwilligerweise, habe ich mich gespoilert über Google Pictures. Und da war ein großes Gebäude, eine Ruine, die mich stark an die Bilder von Cerobilon von Google erinnert hat. Ich habe es noch nicht erkundet,
Als ich es gesehen habe, dachte ich mir, oh, da darf ich noch nicht weitergehen, da müssen wir gemeinsam reingehen. Dieses Erlebnis wollte ich für uns beide festhalten, für uns beide, also für mich und für dich, mein lieber Zuschauer, wer auch immer gerade zuschaut. Und stattdessen habe ich mir mit dem Zauber markieren, mein markierter Ort hier markiert, und dann können wir mit dem Zauberrückkehr uns jederzeit dahin zurückteleportieren. So, jetzt habe ich alles gesagt, was ich gemacht habe, also ja, ich war jetzt wieder viel im Inventarmenü und alles, das ist auch so eine kleine Kritik, die ich bekommen habe, auf die ich gleich näher eingehen werde. Aber ich habe wirklich eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde lang gezockt, weil ich sehr gemütlich nach dem Essen irgendwann am Nachmittag einfach so Kleinkram, so kleines Fusselkram, der eigentlich, es waren so Mini-Aufgaben, die ich finde, für die ich fast eine ganze Stunde lang gebraucht habe. Und ich wollte nichts, eigentlich sogar 2 bis 3 Episoden nur damit verbringen, wie ich die ganze Zeit irgendwelches Kram verkaufe, Zeug verkaufe, durch die Pampa reise. Und da habe ich mir ein einziges Mal die Freiheit jetzt rausgenommen, das so zu tun. So. Dann eine kleine andere Sache als Kritik, die ich bekommen habe, weil ja meine Views in letzter Zeit so ein bisschen in den Keller abgesunken sind. Also nicht in den Keller, nur ein klein wenig. Das sage ich gleich. Erstmal gucken wir, was hier so ist. Volle Intelligenz, okay. Höhle unter dem Steinkreis. Das sieht doch ganz nach dem Ort aus, wo wir hin sollen. So. Oh Gott, ich zoome etwas näher ran. Was ist hier los? Ich habe mich noch gar nicht umgeschaut. Und dann geht's hier schon los. Nein! Knochenschinder, ihr habt nicht viel Leben, fällt mir gerade auf. Und sie scheinen sehr anfällig auf Frost zu sein. Was ist hier los? Warten wir noch kurz, bis die Kampfmusik vorbei ist, dann setze ich fort. Ich möchte nur kurz gucken, bin ich hier am richtigen Ort? Der Typ heißt der Trickser, also ich vermute daher, dass der Kerl uns vielleicht ähnlich wie Darius... Oh, Meeresfüßlerwachs, wo er auch immer das Vieh das herbekommen hat. Aber ich vermute auf jeden Fall, dass, so wie der liebe Darius, der Trickser uns vielleicht von Ort zu Ort ein bisschen hin und her schicken wird. Wurzel, Wurzel, Wurzel! So. Aber eine Kleinigkeit. Ich muss einfach weitergehen, weil die Kampfmusik macht mich sonst wahnsinnig. Okay, mehr Kampfmusik, aber nichts passiert. Und zwar, ich weiß gerade nicht, ich wollte noch mehrere Sachen ansprechen, aber einmal Kritik, die ich bekommen hatte. Genau, die Kritik war das. Das wollte ich als nächstes sagen. Das, wegen den Views, die im Keller waren. Genau, das Vieh hier. Uah. Und zwar, das war ja... Einer von euch hat vermutet... Nein, fuck. Egal, die Spinne ist ein bisschen zu blöd. Ich brauche keinen Lebenheilungstrank. Effort. Jemand hat vermutet, das lag daran, dass ich extrem viel... im Inventar unterwegs war in einer Folge und da halt wirklich euch viel gezeigt habe. Aber das lag unter anderem meiner Meinung nach natürlich daran, dass ich euch... Na, wo ist es hier denn, diesen neuen Mod gezeigt habe? Dann war ich natürlich ein bisschen länger. Naturally, wollte ich jetzt sagen. Also natürlicherweise etwas länger im Inventar unterwegs. Aber auch so, das ist durchaus eine Kritik, die ich ausnahmsweise mal nicht als subjektive Kritik annehme. Weil oft, wenn irgendjemand von euch ja mir gegenüber Kritik bringt, dann ist das sehr, sehr oft subjektive Kritik. Also solche Sachen wie, heil dich nicht immer nur, wenn du stehst, sondern lauf dabei. Das ist sonst nicht so effizient. Das ist, ja, sehr subjektiv, weil das sind wirklich nur ein paar Sekunden, die verloren gehen. Und das ist nichts, was jetzt irgendwie massiv stören würde. Okay, ich bin im Raum jetzt ein bisschen, Konzentration. Moment, ich muss gerade mal kurz gucken, was ich auch noch gemacht habe. Ich habe mir meinen Lehmzauber hier auf die 8 gelegt. Ne, es war Voodoo-Zauber. Nein, nicht Lehm, Quatsch. Gegenzauber hier auf die 6. Das kann ich nämlich auch. Und irgendwie machen Frostzauber mehr Schaden. Bei Spinnen, warum auch immer. Man möge meinen, dass Wesen, die im Wald sich zu Hause fühlen, eher gegen Feuer anfällig sind. Ja, na gut. Aber das war wirklich so eine Kritik, wo ich mir dachte, ja doch.
Das könnte ich echt verbessern. Was zum Teufel? Überall irgendwelche komischen Vogelscheuchen. Ich werde mich an dieser Stelle mal absichtlich unterbrechen und gleich fortsetzen mit der Kritik, weil jetzt es gerade ein bisschen spannend wird. Dann möchte ich da nicht unbedingt drüber quatschen. Hier ist doch irgendwas faul. Das sieht aus wie eine Falle. Der Trickser? Fragezeichen. Mit Fragezeichen. Ich wollte schon sagen, oh, die Kopfgeldquests. Der letzte war auch schon tot. Der ist tot. Irgendwas Größeres bahnt sich an. Nein. Der Trickser? Fragezeichen. Man kann ja nie wissen. Oh! I knew it! Okay, der macht viel Schaden. Folgendes. Ich hole gleich meine Axt raus, aber ich möchte auch mal hier wieder mit ein paar anderen Sachen hier rumspielen. Und zwar unter anderem zum Beispiel Lähmen für 3 Sekunden. Nein! So, jetzt liegt er am Boden. Währenddessen kann ich jetzt hier auch zusätzlichen Eisschaden drauf machen. Und 2 Genesungstränke. Ich mache nämlich eigentlich kaum Schaden auf dem Sack. Okay, jetzt ist er gerade gelähmt. Okay, hat so gut wie nichts gebracht. Okay, hier muss ich ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Weil der Typ verdammt viel aushält und ich habe leider keine Ausdauer mehr für irgendwelche Heiltränke oder so. Ich glaube, mein eigentlicher Schaden hängt auch von davon ab, wie viel Ausdauer ich habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendjemand hat mir mal gesagt, die stärkste Attacke bei Nerim ist dieser Rückwärtsangriff, den ich gerade eben gemacht habe. Finger weg. Ein bisschen blocken. Oh, shit. Wir haben beide voll gefressen. Puh, okay. Ich wollte jetzt am Ende keinen Heiltrank mehr benutzen. Das musste ein bisschen spannender werden. Der Trickser wollte mich austricksen. Dafür musste er sterben. Was? Dafür? Stimmt doch gar nicht. Wir wollten den doch eigentlich killen für die Belohnung. Sana, hör auf, dich selbst zu belügen. So, Silberlangschwert. Was hat er denn so Feines? 300 Münzen. Nice. Templerhandschuhe brauche ich eigentlich nicht, aber ist gemeinsam hier mit dem Mithril-Zeug alte muffige Kappe. Ugh. Das darfst du gerade behalten, mein Freund. Stahl-Parier-Axt. Eigentlich alles jetzt nicht so der Wahnsinn. Die ist noch ein bisschen mehr wert. Das Silberschwert, dieses... Ich muss ein bisschen Prioritäten setzen, was das Loot-Einsammeln angeht, weil ich echt so viel Müll bei mir habe. Kann ich den... Ach, den kann ich tatsächlich looten. Sehr gut. Hat sogar ähnliche Ausrüstung angehabt wie er. Oh, das sind viele Silber-Nuggets. Na, schauen wir noch kurz. Eine Teleportrune. Schattenflamme. Oh, das ist was Neues. Da werde ich euch ja jetzt hier richtig geil drauf nachzugucken, was das ist. Schattenflamme. Ach Quatsch, erstmal lernen, bevor nachgucken. So, Schattenflamme. Ist kein Schusszauber, wie es aussieht. Hier. An Berühren in 12 Fuß. Das ist ganz schön brutal. Moment, wie sieht das Ding denn aus? Oh. Lame! Das Ding sieht aus wie ein stinknormaler Angriff. Aber ist in Fuß. Das heißt, das Ding macht um einen größeren Radius den Angriff. Aber selbst mein Arcana-Massenflächenzauber macht 10 Fuß. In 10 Fuß Zauber. Und jetzt habe ich einen Nahkampfangriff gefunden, der in 12 Fuß. So Schattenflamme, Rang 4 vielleicht. Die könnte ganz schön awesome werden. Aber ist zuerst mal nicht nötig. So.
Also jetzt, wenn wir schon mal hier sind. Der Typ war nicht besonders schwer. Auch wenn ich sagen muss, der hatte wahnsinnig viel Leben. Warte mal, lass mal gucken, wie viel Leben hat der Typ denn gehabt? 800 Leben, oh Jesus. Stufe 20, 800 Lebenspunkte, krass. Also mit den Kopfgeldaufträgen, oh, sehr gut. Mit den Kopfgeldaufträgen haben die wirklich sich hier ordentlich reingehangen. Also kreativitätsmäßig fand ich das hier, ich kann sogar die Kürbisse mitnehmen. Kreativitätsmäßig fand ich das hier richtig nice. Nette Idee mit dem Trickser. Ich meine, ich habe schon erwartet, dass, wenn er schon so heißt, er uns wahrscheinlich irgendwie erledigen wollen wird mit irgendeinem Trick. So, hier haben wir irgendwie einen abgetrennten Bereich, aber ich sehe hier spontan jetzt keine Möglichkeit, da hinzukommen. Keine Geheimtüren oder sonst irgendetwas.